Ich bin der Tim. Ich bin Mitglied im deutschen Nationalteam für Drachenfliegen und Starflügelfliegen. Ich bin hier heute in den wunderschönen Dolomiten unterwegs mit einem Artus-Starflügler und darf euch ein bisschen was über das Thermikfliegen und speziell über die Unterschiede Starflügel und flexible Drachen sagen. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, arbeite bei der Firma AIR. Starflügler bauen. Hallo an allen, willkommen in mein Arbeitsbüro. Ein bisschen staubig. Ich bin Alex Ploner. Ich bin dreimal Weltmeister. Ich komme aus Südtirol, aus Alta Badia in den Dolomiten, meine Gegend. Sehr schön. Ich fliege schon seit 1995, aber mir macht es immer mehr Spaß. Immer wenn man etwas dazulernt, ist Fliegen schöner. Und um etwas dazuzulernen, muss man mehr fliegen. Und das macht immer mehr Spaß. Mir wenigstens. Hallo, mein Name ist Achim Joos. Ich freue mich, euch in unserem Video wichtige Tipps zum Gleitschirm- und Drachenfliegen vermitteln zu dürfen. Ich persönlich fliege seit 1988 mit dem Gleitschirm und finde diese Sportart nach wie vor sehr faszinierend. Das hat mehrere Gründe. Die wichtigsten davon sind sicherlich, dass Gleitschirmfliegen erstens ein sehr vielseitiger Sport ist. Und des Weiteren ist es eine Sportart, die von uns abverlangt, ständig auf sich veränderte Wetterbedingungen und dadurch Rahmenbedingungen zu reagieren. So, nun wünschen wir euch viel Spaß beim Anschauen von dem Video und viele tolle Flüge. Hallo, ich bin der Burki, Burkhard Martens. Ich fliege seit 1989 und Fliegen ist in meinem Leben ein immer wichtiger werdender Teil geworden. Nicht nur, dass ich vom Fliegen lebe, von meinem Thermikbuch, Streckenflugbuch, Berichten, Seminaren, von Videos. Nein, es macht mir auch nach wie vor sehr viel Spaß. Es ist ein tolles Hobby. Der Spruch, Streckenfliegen ist eines der letzten Abenteuer der Menschheit, ist vielleicht etwas übertrieben, aber für mich trifft es das ganz gut. Man dreht auf, schaut sich die nächste Thermikquelle an und überlegt, wie funktioniert die Natur? Wo steht die Sonne senkrecht? Wo kommt der Wind her? Gibt es Thermikanzeiger? Gibt es sonstige Hinweise? Wo könnte die Thermik abreißen? All diese Punkte und noch viel mehr zusammenzubringen, eine Entscheidung zu treffen, genau die Position fliege ich an, das Vario piepst und ich drehe auf, ja, das ist der Wahnsinn. Am Anfang der Fliegerei hat es wenig solche Informationen gegeben. Da hat das Lernen sehr lange gedauert. Wir wünschen und hoffen, dass ihr viel Spaß mit dem Film habt, dass ihr viel und schnell besser werdet. Tolle Flüge, genießt die Zeit in der Luft, kommt heil runter. Viel Spaß mit dem Film.